Und wir gehen jetzt ins Olympiastadion, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch hier vom Kommentatorenplatz aus luftiger Höhe. Baukran Nummer 7 der Baustelle Olympiastadion. Dort oben sitzen wir, schauen hinunter auf den Platz. Der ist so gut wie kein anderer Rasen in der Bundesliga. Die Münchner sprachen von einem brasilianischen Rasen. Nun, es ist ein deutscher Rasen und das ist der Pott. Jedenfalls eine Nachahmung. Schief ist der nicht. Und der richtige Pott ist inzwischen auch wieder korrigiert. Sie erinnern sich, im letzten Jahr verwechselte Rudi Assauer die Zigarre mit dem Pott. Er ließ den Pott fallen und der war seitdem so schief wie der Turm von Pisa. Ist aber inzwischen wieder hergestellt, richtig restauriert worden. Ganz Berlin ist in diesen Tagen ein Gottesdienst. 200.000 Besucher des Kirchentags sind da und davon sollen heute ganz viele auch im Stadion sein. Und die interessieren sich natürlich für die Aufstellung des FC Bayern. Die Viererkette vor Oliver Kahn. Mit Linke und Kufur in der Innenverteidigung, weil Robert Kovac verletzt ist. Lisa Razou und Sagnol, klar, die sind gesetzt. Wir schauen uns das Mittelfeld an. Auf der rechten Seite hat Hargrave den Vorzug bekommen vor Mehmet Scholl. Ballack zentral, Seroberto doch wieder fit auf der linken Seite. Und wir schauen in den Sturm hinein. Da gab es eine große Frage, nämlich die Frage, ob Pizarro aufgrund seiner Innenbanddehnung tatsächlich spielen kann. Es gab noch so letzte Tests heute Morgen bei einem halbstündigen Training, aber alles war in Ordnung. Und wir werfen derweil einen Blick auf das Team von Kaiserslautern. Hier eine kleine Überraschung. Harry Koch ist zurückgekehrt, weil Gramozis natürlich gesperrt ist. Er wird auf der rechten Seite auf Seroberto treffen. Harry Koch in seinem Abschiedsspiel für die Pfälzer. Das Mittelfeld, auch etwas ungewöhnlich. Markus Anfang und Ristoff in der defensiven Position. Sie sollen sich also um Michael Ballack kümmern. Domingues und Lincoln in der offensiven Reihe. Der Portugiese und der Brasilianer nebeneinander. Klose etwas zurückgezogen über die rechte Seite. Soll sogar aufpassen, was Lisa Razou macht. Und vorne Lokwens. Und hier im Olympiastadion beginnt das Unterhaltungsprogramm. Super Bowl. Oder das englische Cup-Final, da ist das Rahmenprogramm ja schon ein Ereignis für sich. Auch beim DFB tut sich jetzt langsam etwas. Früher sah man hier immer die Hundestaffel der Berliner Polizei ihre Männchen machen. Jetzt gibt es zumindest aus dem Europapark Rust ein Unterhaltungsprogramm. Die noch ein bisschen warten müssen, denn erst muss das Orchester in Position gebracht werden. Und da hat jetzt einer das Startzeichen gegeben. Raus geht's! Herzlich willkommen Bayern München, herzlich willkommen der 1. FC Kaiserslautern. Kleiner Hinweis vom Zeremonienmeister. Das Ganze ist doch wesentlich festlicher als noch vor einigen Jahren. Eins ist klar, Berlin ist der richtige Standort. Das hier haben die Lautra Fans in den letzten Tagen immer wieder geprobt. Diese Choreografie mit dieser Fahne in der Turnhalle neben dem Betzenbergstadion. Das ist ihre ganz persönliche Einlage für ihre Mannschaft heute hier zum DFB-Pokalfinale. Hitzfeld war in den letzten Tagen etwas verspannt. Das kann man auch verstehen. Zu viele Verletzte, die sich urplötzlich eine Woche vor dem Pokalfinale gemeldet haben. Auch die Bank ist spärlich besetzt beim FC Bayern. Kein Roque Santa Cruz, kein Zickler. Mehmet Scholl gerade wieder fit geworden. Und das ist Erik Geritz, der dafür gesorgt hat, dass es wieder einen Familiengeist gibt in Kaiserslautern.
der kleinsten Bundesliga-Stadt. Die Nationalhymne. Die Nationalhymne vorgetragen von Edward Gaunt, ein Amerikaner, der aber schon seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Unter anderem gastiert er an der Wiener Staatsoper. Klassische Töne beim DFB-Pokalfinale. Die Unparteiischen, Lutz-Michael Fröhlich. Ja, wenn wir von der ARD schon mal das Spiel übertragen, dann stellen wir auch den Schiedsrichter. Lutz-Michael Fröhlich ist Angestellter des Senderfreies Berlin, jetzt umgetauft in Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er ist Kommunikationswirt und arbeitet in der Personalabteilung der Intendantin. Da muss er in der nächsten Zeit viele rote Karten vergeben. Und die Kollegen an seiner Seite sind altbekannte Manuel Gräfe und Olaf Blumenstein. Das sind auch Berliner Jungs. Also das Trio ist regelmäßig in der Bundesliga unterwegs. Die Platzwahl. Gutes Spiel und Kaiserslautern hat Anstoß, das haben wir erfahren. Die Trikotwahl wurde vorher schon ausgelost beim DFB, also der FC Bayern heute ganz in Weiß und in Rot der SFC Kaiserslautern. Fußball live im Ersten. Das DFB-Pokalfinale Bayern München gegen Kaiserslautern mit Bitburger. Ja, eine Frage, die sich viele Fußballkenner hier gestellt haben. Haben die Bayern noch genügend Adrenalin seit 4 Wochen durch die frühzeitige Meisterschaft? Ist der Druck ein bisschen raus? Können die Bayern-Profis noch genügend Spannung aufbauen, um zum 11. Mal den DFB-Pokal zu gewinnen? Miroslav Klose mit 9 Schuhen und einer etwas anderen Position. Über die halb rechte Seite wird er heute stürmen. Lokwens vorne in der Spitze, so ist es gedacht. Und Geritz hat gesagt, bloß nicht zu früh zu viel Pressing spielen. Die Temperaturen im Moment, trainiert in der Woche. Noch lange bearbeitet, gestern Abend zu später Stunde im Hotel von Dr. Müller-Wohlfahrt. Owen Hargreaves. Ja! Michael Ballack. Dritte Spielminute, erster Freistoß für den FC Bayern. Hargreaves geflankt und ausgerechnet der alte Lauterer, der 1998 mit dem ersten FCK Deutscher Meister wurde, macht das so frühe Tor. Wir schauen nochmal hin. Läuft jetzt los, kein Abseits natürlich. Die Übernahme hat überhaupt nicht geklappt. Lokwens hätte weiter folgen müssen. Schauen Sie mal hin, in dieser Zeitlupe könnt ihr es vielleicht erkennen. Ball ist lange in der Luft. Nicht nur, weil es unsere Zeitlupe ist. Und Lokwens ist nicht mehr bei Ballack. Also, erster fetter Zuordnungsfehler in der Abwehr des ersten FC Kaiserslautern. So, das kommt der Spielweise des ersten FCK überhaupt nicht entgegen. Wenn wir uns mal an die letzten Heimspiele zurückerinnern, da stehen sie immer tief in der Abwehr. Versuchen wir schnelle Gegenstöße zu Torchancen zu kommen. Also diese Taktik ist jetzt schon mal dahin, nach 3 Spielminuten. Jetzt muss neu geordnet werden. Genau das ist passiert, was er nicht wollte.
ist der erste FC Kaiserslautern mit dieser Mannschaft in der Lage, das Spiel zu machen? Warten wir ab. Freistoß, Markus Anfang. Es gibt den ersten Eckball. Markus Anfang fest jetzt im Team, weil Ciriaco Sforza verletzt ist. Achillessehnenreizung, der stand schon gestern fest. Deshalb Anfang von Beginn an. Und Kahn. Lincoln. Nochmal Klose. Hargraves, Ballack, Pizarro, Seroberto. Leichtes Spiel für den FC Bayern. Hargraves. Oh la la! Lutz Michael Fröhlich hat gepfiffen und das auch zu Recht. Und Hargraves klatscht Beifall im Moment. Mann, sind die da hinten durcheinander. Sind die fertig mit den Nerven? Da kommt Bilciato. Den Ball trifft er, aber mit dieser Schere nimmt der Hargraves direkt mit. Wir gucken noch mal genau hin. Na. Also, ich sage, richtige Entscheidung, der Zweikampf. Ciato gegen Hargraves, Elfmeter für den FC Bayern. Und jetzt könnte Michael Ballack gleich sein zweites Tor schießen. Michael Ballack gegen Tim Wiese. Ja, das sollten sich mal die Spieler von Juventus und AC Milan anschauen. So werden Elfer geschossen. 10. Spielminute. Der FC Bayern führt mit 2:0. Das Duo Hargraves und Michael Ballack. Die beiden bestimmen hier die ersten Minuten. Beide Tore hat Hargraves vorbereitet. Michael Ballack, das Kopfballtor zum 1:0 und jetzt sicher verwandelt den Elfmeter gegen Tim Wiese. Der Mann kann sich noch freuen, Ottmar Hitzfeld. Wie viele Titel hat er schon gewonnen? Ich zähle mal nach, wir haben es eben niedergeschrieben. 21 Titel hat Ottmar Hitzfeld bereits in seiner Fußballkarriere als Trainer gewonnen. So, das jetzt wegzustecken. Viele Ballverluste in den Zweikämpfen bei Lautern. Harry Koch. Jetzt kommt Hargraves gerade wieder zurück. Ist eben behandelt worden. Bayern München wieder komplett. Und Achtung! Der Kleine. Der ganz Kleine. 1,63 Domingisch. Völlig frei beim Kopfball. Schön auf die lange Ecke gezielt. Kahn hätte nie eine Chance gehabt, den Ball zu bekommen. Schade, das Spiel wäre wieder offen gewesen. Lautern zeigt sich. Teuflisch gut, dieses Outfit, oder? Der Portugiese, der Kleinste auf dem Platz, Domingues. Pizarro. Gerade noch gestoppt von Lembi. Hargraves. Erster und zweiter Pfosten sind abgesichert beim ersten FC Kaiserslautern. Diesmal Kopfballsieger Lokwens.
viele Positionswechsel beim FC Bayern. Hargreaves ist im Moment überall, mal rechts, mal in der Mitte, mal auf der linken Seite. Ballack. Hargreaves jetzt über rechts gegen Chato. Und Wiese. Harry Koch macht sich da noch ganz gut gegen Sir Roberto. Das Minenspiel von Erik Geritz noch ganz gelassen, fast noch tiefenentspannt. Ich glaube, der brütet was aus. Diesen Freistoß wird Dominguez treten. Harry Koch ist das gegen Sami Kufur. Tja, wenn der FC Bayern auch nach 90 Minuten hier in Führung sein sollte, dann wäre es das vierte Double für den Rekordmeister. 1968 haben sie den Pokal geholt, 1986 und im Jahr 2000 und parallel dazu die Meisterschaft. Viertes Double wäre das dann hier. Das zeigt mal wieder, wie außergewöhnlich der FC Bayern die Fußballgeschichte Deutschlands bestimmt. Glockwenz, Kopfballsieger. Gute Schussgelegenheit für Lincoln. Die ersten 15 Minuten sind vorüber. Die ersten 10 Minuten haben die Lautra völlig verschlafen. Das 1:0 durch Ballack nach 3 Minuten. Der Kopfballtreffer, danach der Elfmeter in der 10. Minute. Aber erinnern wir doch mal an die gute Chance von Dominguez, der Kopfball wenig später. Klose. Jungs, nicht zu früh freuen, denn Lautern macht jetzt Druck. Harry Koch beim Einwurf. Lockwenz. Ist er nicht der Laufstärkste? Mag es überhaupt nicht, mit Defensivaufgaben betreut zu werden? Versteht sich mehr als Strafraumspieler. Und seine Laufschwäche haben wir gesehen. Beim 1:0 für die Bayern. Saniol, starke Saison hingelegt beim FC Bayern. Chato, Dominguez. Linke. Lincoln braucht eine Unterstützung auf der rechten Seite. Nicht die ganz feine Art von Lizarazu. Deshalb gibt es auch Freistoß jetzt. Wieder von der rechten Seite. So veränderte Situation, nicht Dominguez, sondern jetzt tritt Markus Anfang den Freistoß. Dembi, Anfang,
Lincoln. Frühes Tackling. Pizarro. Noch immer Pizarro. Gut aufgepasst von Klose. So, das gibt natürlich eine gelbe Karte, klar. Es gibt für dieses Foul den grässlichen Begriff taktisches Foul. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Lokvens war vorne in Position, auf der linken Seite Dominguez. Gute Kontermöglichkeit des 1. FC Kaiserslautern durch dieses Foul von Jeremies im Mittelfeld. Vereitelt. Klose steht wieder. Und ist bereits vorne in der Spitze, erwartet den Freistoß von Anfang. Klose. Anfang, Chato. Lokvens. Klose leistet viel Laufarbeit. Löst sich immer wieder aus der Spitze. Also, kopfballstark sind sie dort vorne. Mit Lokvens und mit Klose. Allein die Flanken fehlen noch. Ja. Der Schiedsrichterassistent hat auf Eckball entschieden. Auch der FC Bayern praktiziert die doppelte Absicherung. Se Roberto am ersten Pfosten. Und Kahn. Chato. Dominguez. Diese Nummern, diese Bälle, wenn sie so reindrehen. Schwierige Aufgabe für Oliver Kahn, der da wohl noch ein kleines Wort hinterlassen hatte. Das ist der Unterschied von Miroslav Klose in der letzten Saison zur jetzigen. Da geht er mal dazwischen als Mannschaftskapitän. Kurzes Zwiegespräch von Kapitän zu Kapitän. Hier sehen wir es nochmal. Vor einem Jahr wäre das noch nicht vorstellbar gewesen, dass Klose sich verbal so einsetzt. Aufgepasst. Abgepfiffen. Da schauen wir noch mal genau hin. Ich habe da nichts gesehen. Am besten Willen nicht, hat Klose sich dazu sehr eingesetzt, nach hinten hin. Nicht zu erklären, weshalb Lutz Michael Fröhlich da abgepfiffen hat. So, wir hören die Lauterer Fans. So, der erste FC Kaiserslautern in den letzten Minuten ein bisschen druckvoller. Gelingt es schon, das Spiel weiter nach vorne zu verlagern. Lokvens. Bei hohen Bällen sind Lokvens und Klose, Kufo und Linke überlegen. Das sollten die Lautraner nutzen. Sehen Sie? Wieder Lokvens Kopfballsieger gegen Linke. Nur das Spiel muss natürlich ein bisschen variantenreicher werden. Nicht nur die langen Bälle jetzt nach vorne. Noch wird zu wenig kombiniert bei den Teufeln. Pizarro wirkt fit, dafür, dass er gestern noch im Krankenstand war.
Josh Kloss tritt den Freistoß. Dominguez. Aber das ist natürlich mit Verlaub ein bisschen einfältig. Immer der lange Ball in die Spitze auf Lokwens oder Klose, dass diese den Ball ablegen. Noch hat sich der SFC Kaiserslautern spielerisch nicht gefunden. Dominguez, Chato. Die beiden haben ja in der Rückrunde viele, viele Punkte geholt für den ersten FC Kaiserslautern. Diese neue starke linke Seite, nachdem Bill Chato zu Beginn der Rückserie zum Betzenberg wechselte. Lincoln mit der 10 bemüht sich dort im Mittelfeld endlich mal ein bisschen Struktur reinzukriegen. Hargraves, Jeremies, Ballack. Ah, der Schiedsrichterassistent hatte sehr schnell die Fahne oben. Gelbe Karte für Markus Anfang. Weil er den Fuß drauf hielt. Also, nach Studium der Zeitlupe kann man sagen, richtige Entscheidung, von hinten auf den Fuß getreten, gelbe Karte für Anfang berechtigt. So, wir erwarten jetzt den Freistoß von Zé Roberto. Lokwens, Anfang, schöner Pass hinaus, hätte es werden können, wenn er präzise gewesen wäre. Lincoln stand ganz gut. Ja, Sagnol hatte sich ein bisschen krumm gemacht gegen Chato. Chato, Anfang. Spiel hat einen Rhythmus verloren, viele Unterbrechungen im Moment. Und der FC Bayern hat sich sehr weit zurückgezogen. Bei diesem Freistoß nur zwei vorne in der Spitze, in dem Fall Elber und Pizarro, kaum einer war nachgerückt. Geben die sich jetzt schon zufrieden mit diesem 2:0 hier? Man merkt das auch, eine kleine unheimliche Stille hier im Stadion. Christoph ist ja kaum mit guten Szenen. Sie haben es gesehen, Bayern lässt sich komplett zurückfallen. Aha, der Herr Animateur. Erik Geritz guckt manchmal so melancholisch. Er ist ein großer Taktiker. Hat sich einen großen Plan gemacht für dieses Spiel und dann nach 10 Minuten alles hinüber. Der FC Bayern führt mit 2:0 durch die beiden Tore von Michael Ballack und lässt sich komplett zurückfallen. Lässt Kaiserslautern kommen. Und die haben bisher noch nicht den Weg gefunden, Bayern wirklich zu irritieren oder gar zu imponieren. Der Chef und der Co-Trainer, Ottmar Hitzfeld und Michael Henke.
Jeremies. Pizarro. Hargreaves. Jetzt wieder über die linke Seite. Auffälligster Bayern-Spieler neben Ballack in den ersten 27 Minuten hier im Olympiastadion. Lincoln, Christoph, wohin mit dem Ball? Den kann der Klose nicht erlaufen. Christoph steht völlig neben sich bisher, der bulgarische Nationalspieler mit der Nummer 7. Hat ja ein tolles Comeback gefeiert am 25. Spieltag. Nach 2 Kreuzbandrissen kam in Cottbus wieder auf den Platz und nach 4 Minuten schoss er gleich sein erstes Bundesliga-Tor wieder. Bang, mit vielen Ballkontakten da im Mittelfeld. Das Spiel steht. Kaum Bewegung. Willy Sagnol. Ja, auch diese einfachen Abstimmungen funktionieren im Moment nicht. Das Zusammenspiel zwischen Lincoln und Klose auf der rechten Seite. Der FC Bayern muss sich im Moment keine Sorgen machen. Dabei hatten sich Uli Hoeneß und Ottmar Hitzfeld unter der Woche viele Sorgen gemacht über die Verletzten. Sebastian Deisler, der bayerische Patient sozusagen, holte sich eine Sommergrippe. Roque Santa Cruz verletzt, Zickler verletzt, Robert Kovac nicht dabei. Hasan Salihamidžić nach seinem zweiten Kreuzbandriss noch längst nicht wieder so weit, hat gerade mal jetzt zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert. Seroberto. So lässt sich ein Thomas Kloss dann doch nicht debütieren. Die Verletztenreihe im feinen Zwirn. Sarasu. Lokwens. Zwei Tore und eine Torchance. Und das alles in den ersten 15 Minuten. Seitdem steht das Spiel. Kaum Strafraumsituationen. Hilflose Versuche des 1. FC Kaiserslautern, zu Torchancen zu kommen. Der große Souverän in diesem Spiel ist der FC Bayern. Wo ist das teuflische Fußballherz? Jeremies. Elber stand im Abseits. Vergleichen wir mal die Position. Nehmen wir die Spielgestaltung. Michael Ballack beim FC Bayern, zentrale Stelle. Dazu der laufstarke Hargreaves. Dagegen hat Kaiserslautern nichts zu bieten. Lincoln überaus schwach. Ihm gelingt kaum ein Pass. Zugedeckt von Jeremies. Schauen Sie, da steht alles. Jetzt bewegt sich Lincoln endlich mal. Und dann noch diese unpräzise Rückgabe. Schlechter Einwurf von Chato. Michael Ballack. Pizarro. Super nochmal. Pizarro. Zauberhaft. Was man alles mit einer Innenbanddehnung machen kann. Großartiges Tor. Claudio Pizarro. Sicherlich der beste Peruaner nach Teofilo Cubillas. Schauen wir nochmal hin. Beinschuss. Und jetzt einfach gelupft. Und da sitzt der Wiese auf dem Allerwertesten. Das machen Fußballer
die ein gehöriges Selbstbewusstsein haben. Große Klasse Pizarro. Der FC Bayern führt 3:0. Wie sich die Szenerie ähnelt zum Beginn der ersten Hälfte. Schaut her, bin ich nicht klasse? Tolles Tor von Pizarro. Da ist er wieder am Ball. Aber ich meine, das Tor hat auch dokumentiert, wie nervenschwach Kaiserslautern dort hinten in der Viererkette im Moment ist. Also der Einsatz hat sich gelohnt. Lange war er fraglich. Hier sehen wir es nochmal. Das 3:0 von Claudio Pizarro. So unterschiedlich können Fußballwelten sein. Erik Geritz und dagegen die Bayern dann. Ja, das ist dann die Konsequenz. Richtige technische Unpässlichkeiten bei den einfachsten Übungen. Dominguez. Abstoß. Auch dieser Einsatz hat nichts gebracht. Schauen wir uns nochmal die Ersatzspieler des 1. FC Kaiserslautern an. Christian Timm ist da, Mario Basler, Ratinho, Selim Teber, der noch kein glückliches Jahr verbracht hat bei Kaiserslautern, als er von Mannheim kam. Michael Tarnath wird sich auch noch erinnern daran, der spielte damals auch noch beim KSC. Diese Anekdoten darf ich Ihnen erzählen, kann ich Ihnen erzählen, weil unten hier nichts passiert. Da sind viele kleine gemeinsame Geschichten verborgen. So, jetzt wird es nochmal ein bisschen hart. Männer, es geht hier um nichts mehr. Warum dieser Einsatz? Das hat nur was mit Übellaunigkeit, mit Frustration zu tun. Marian Ristoff, nach diesem Tackling, oder nennen wir es mal nach dieser Attacke gegen Elber, die rote Karte. Schauen wir hin. So, Ball ist längst weg, von hinten in die Beine weggezogen. Überflüssig. Wie gut, dass sich Elbert aber nicht verletzt hat. Hält sein Bein noch ein bisschen. Ristoff, um es ein bisschen zynisch zu sagen, krönt damit seine desolate Leistung. Platzverweis für den Mann, der es nicht einfach hatte, nach zwei Kreuzbandrissen wieder reinzukommen in die Mannschaft. Das ist ihm ziemlich gut gelungen, aber das war heute unrühmlich. Nicht nur dieses Foul, sondern auch das, was er heute im Mittelfeld geboten hat. Er muss eigentlich jetzt vom Platz. Michael Novak, der Pressesprecher des 1. FC Kaiserslautern, nimmt ihn jetzt mit. Komm Junge, du musst hier runter. Ristoff hat sich gerade wieder in den Kader der bulgarischen Nationalmannschaft zurückgespielt. Balak, das dritte Tor. Mehmet Scholl. Dem wär's zu gönnen. Hat in dieser Saison mehr in der Praxis bei Dr. Müller-Wohlfahrt an Zeit verbracht als auf dem Trainingsplatz. Bilciato, Klose! Das kann er. Haben Sie gesehen, wie er hochstieg? Das ist seine Qualität. So viel Sprungkraft hat kaum ein anderer. Bilciato hatte geflankt. 10 Lauterer. Gelingt der erste Treffer. So, wir schauen mal hin. Ungleicher Zweikampf in der Höhe gegen Vicente Lizarazu.
Aber trotzdem, toll anzuschauen. Erinnerungen werden wach an die Fußballweltmeisterschaft des letzten Jahres. Hier sehen wir es nochmal gut. Eine Chance für den kleinen Baskin, da überhaupt annähernd in die Höhe zu kommen. Bayern München, 1. FC Kaiserslautern, nur noch 3:1. So, jetzt ein bisschen Fritz-Walter-Geist in den letzten 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob die Spieler alle noch Fritz-Walter kennen. 15 Nationen sind im Kader des 1. FC Kaiserslautern. So, jetzt haben wir einen weiteren Wechsel. Selim Teber, der frühere Mannheimer, wird gleich kommen. Und Domingues, der kleine Portugiese, geht hinaus. Selim Teber übrigens in Mannheim ein echter Star gewesen. Hier in Lautern kommt er nicht so recht rein ins Team. Es ist auch nicht so einfach, als Mannheimer Akzeptanz zu finden auf dem Betzenberg. Das muss natürlich jetzt frustrierend für ihn sein. Mario Basler, mein Gott, was hätte er sich gefreut. Der Widerstandskämpfer gegen alles Spießige im Fußball. Oder war er am Ende doch selbst ein kleiner Spießer? Ich werde der Bundesliga mehr fehlen als umgekehrt, hat er launig formuliert diese Woche. Er hätte so gern noch mal gespielt, hier in Berlin, wo alles begann bei Hertha BSC. 262 Bundesligaspiele, 62 Tore. Und unter der Woche noch ein paar kritische Töne Richtung Rudi Völler, der gestern ja gekontert hat. Er sagt, Basler ein Typ. Ein Typ ist jemand, der Woche für Woche Weltklasseleistung bringt. Jetzt könnte man tatsächlich sagen, ist das herzlos, dass er ihn nicht gebracht hat, Erik Geritz? Er hat aber Autorität dadurch gewonnen, dass er während der Saison, unter der Saison, Sforza und Basler auch auf die Bank setzte. Das Spiel kriegt nochmal jetzt eine neue Wendung. Ohne Basler. Kaiserslautern macht mit 10 Spielern jetzt Druck. Uwe Seeler schaut auf die Uhr. Genau richtig. Noch 8 Minuten. Er winkt ab, reicht nicht mehr. Jetzt haben die Lauterer mal ein paar Minuten Druck gemacht. Haben ihre Seele, ihre Fußballseele doch wieder entdeckt. So, jetzt gibt es gleich wieder eine Auswechslung. Damit auch die letzte am heutigen Tag. Aber wir schauen erst noch mal den Lauterern zu. Miroslav Klose. Man stelle sich vor, die Lauterer würden jetzt noch ein Tor schießen. Was wäre dann hier los in den letzten Minuten? Thomas Riedel. So, jetzt wird ausgewechselt. Jetzt bekommt auch ein weiterer einen großen Abschiedsbahnhof. Michael Tarnat. Seine letzten Spielminuten für den FC Bayern. Vicente Lizarazu geht hinaus. Er wird ihn jetzt auf der linken Seite ersetzen. Michael Tarnat. Oft der zweite Mann hinter Vicente Lizarazu gewesen. Aber wann immer dieser verletzt war, hat er ihn solide vertreten. Michael Tarnat sucht einen neuen Verein, hat ihn noch nicht gefunden. Verschiedene sind da im Gespräch. Irgendwas wurde von Hannover 96 geflüstert. Warten wir ab. So, noch 6 Minuten Lautern. In 6 Minuten kann man viele Tore schießen. Lokfans, endlich mal Zweikampfsieger, Thomas Kloss. Bayern hat sich komplett zurückgezogen. Teber.
all das, was wir 80 Minuten nicht gesehen haben beim ersten FC Kaiserslautern, taucht urplötzlich wieder auf. Sie attackieren früher. Selim Teber. Mehmet Scholl. Thorsten Fink. Klar, aus Bayerns Sicht jetzt Tempo rausnehmen, Spiel verzögern. Anfang. Klose. Miroslav Klose. Ja. Zu harter Einsatz von Hargraves. Anfang. Lock Wenz. Und Kontermöglichkeit. Mehmet Scholl auf der anderen Seite. Hargraves. Horst Eckel sehen wir. Der Nachlassverwalter von Fritz Walter. Er kümmert sich um die Sepp-Herberger Stiftung, um die Fritz-Walter-Stiftung sehr engagiert. Auch beratend tätig gewesen jetzt bei der Verfilmung des Wunders von Bern im Kino zu sehen. Der Film von Sönke Wortmann ab Oktober. Und bei uns auf alle Fälle heute nach Spielschluss noch zu sehen. Diese Bilder, also der Mythos Bern, wir glaubten immer, der sei schwarz-weiß. Aber in einem Hamburger Keller sind 2 Minuten Filmschnipsel gefunden worden. Farbbilder, wir können sehen, dass die Ungarn rote Trikots trugen. 4 Tore sind gefunden, nur das 2:2 fehlt. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Nachher, nach Spielschluss, Filmpremiere hier in der ARD. Tarnat. Freistoß wird wiederholt. Gleiche Variante nochmal. Tarnat zum zweiten. Das spürt man, der Mann ist noch nicht eingespielt. Michael Tarnat schnell wieder zurück auf die linke Abwehrseite. So, 2 Minuten haben wir noch. Möglicherweise lässt Lutz Michael Fröhlich noch ein bisschen nachspielen, gibt noch ein bisschen Nachschlag. Hargraves nach wie vor nicklich, einsatzfreudig. Und nach wie vor das Olympiastadion, eine großartige Kulisse, der richtige Rahmen, auch wenn es im Moment eine Baustelle ist, für ein Pokalfinale. In 2004 wird das Stadion fertiggestellt sein. Präpariert für die Fußballweltmeisterschaft in 2006. Giovane Elber hat versucht, da Michael Ballack anzuspielen. So, nochmal Eckball für den FC Bayern.
Bernat. Sagnol. Scholl. Ballack. Pizarro war da gelaufen. So, es gibt Nachschlag, wie angekündigt, 2 Minuten. So hat es eben Lutz Michael Fröhlich mit den Assistenten abgestimmt. Also die Lauterer mögen sich trösten. Hier sehen wir die Bayern-Fans. Nach einer chaotischen Hinrunde ist aus dem Chaos dann doch noch eine Familie wieder geworden. Dank Erik Geritz. Viele sagen, er ist der Trainer der Saison. Aber Felix Magath ist sicherlich noch eine Stufe höher zu setzen. Und er ist und bleibt der erfolgreichste Trainer, Ottmar Hitzfeld. Michael Ballack. Sagnol. Jetzt wird das Spiel lässig nach Hause geschoben. Abseitsposition. Tja. Sieh an, Bertie Vogts ist da. Der schottische Teamchef. Am kommenden Samstag, also in einer Woche, das Länderspiel Schottland gegen Deutschland in der ARD. Und er wird natürlich morgen auch in Wolfsburg sein, sich die deutsche Nationalmannschaft anschauen, wenn es in einem Testspiel gegen Kanada geht. Zu sehen übrigens bei den Kollegen des ZDF. So, nur noch wenige Sekunden, dann ist es vorüber und er hat ein bisschen eher abgepfiffen. Das 60. DFB-Pokalfinale ist zu Ende. Der 11. Pokalerfolg für den FC Bayern München und das 4. Double. Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern. Nebenbei gesagt, jeder der Spieler ist jetzt um 50.000 Euro reicher. So hoch ist die Siegprämie. Trotz des frühen Ausscheidens in der Champions League eine erfolgreiche Saison für die Münchner. Und jetzt werden wir einige Trauerbilder sehen. Der Spieler des 1. FC Kaiserslautern. Er sollte nicht traurig sein, denn er hat zusammen mit René Jäggi das Chaos verhindert. Eine schöne Formulierung, die ich heute gelesen habe. Seit Ottmar Walter und Fritz Walter gab es nie mehr so ein harmonisches Pärchen wie Jäggi und wie Geritz. Glückwunsch des Trainers an seinen Kapitän. Heute Abend wird groß gefeiert in Berlin bei der Telekom. Und das erste Weißbier wird gereicht. Ob der Sponsor da auch der richtige ist? Da gibt es ja immer Streit bei den Bayern. So, wer bekommt Platz stattfinden? Das finde ich gar nicht mal schlecht. Das hat eben schon bei dem Damen-Endspiel hervorragend funktioniert. Und das ist der leise Abgang, der traurige Abgang von Mario Basler. Ja. Wie gern hätte er hier noch gespielt. Ein paar Minuten nur. Immerhin, er hätte es sein können, wenn Lautern gewonnen hätte. Nach Klaus Allofs hätte er der Erste sein können, der mit 3 unterschiedlichen Vereinen den DFB-Pokal gewinnt. Ist nicht so geworden. Und jetzt geht's ab in den Wüstenstaat Katar. Und hier tanzt Giovane Elber. So ganz brasilianisch ist der Hüftschwung nicht. Das könnte ein bisschen lockerer sein. Endlich ein Finale gewonnen. Schaut her, ich kann's doch. Michael Ballack. Der Mann hat sich unverzichtbar gemacht. Michael Ballack. Und wir haben ihn am Mikrofon. Bitte schön, ihr Lieben. Michael Ballack, der Mann des Spiels. Wie schmeckt das, endlich mal ein Finale gewonnen zu haben? Ja, ich habe ja noch nicht viel gespielt. Und von daher ist es umso schöner. Letztes Jahr verloren, dieses Jahr den Pott geholt und das war ganz wichtig für uns alle. Haben Sie sich gedacht, mache ich am besten selber 2 Tore innerhalb von 10 Minuten und entscheide das gleich am Anfang? Ja, man ist natürlich umso schöner, wenn man selber noch 2 Tore machen kann, ist natürlich sensationell. Aber trotzdem wichtig war, dass wir gewonnen haben. Aber wir sind unheimlich gut ins Spiel gekommen und das war heute der Grundstein. Viel Spaß beim Feiern. Sechstag!
die Bierdusche für Michael Ballack. Tim, wie gern werdet ihr geduscht? Und natürlich, ihr habt euch ein bisschen Hoffnung gemacht durch das frühe Tor. Hatte ich das Gefühl, habt ihr von Anfang an eigentlich unbewusst abgeschaltet, das Spiel eigentlich als erledigt abgegeben. Ja, ist richtig. Wir kriegen direkt in der zweiten Minute das Tor. Dann, glaube ich, in der vierten Minute das 2-0 für die. Ja, dumm gelaufen. Wir haben uns eigentlich sehr viel vorgenommen für das Spiel. Ja, ist dumm gelaufen. Es war die beste Mannschaft der Liga. Ich glaube, die haben es auch verdient, deutscher Meister zu werden. Und auch heute waren sie klar besser wie wir. Aber ist ganz egal. Erstmal hat gezählt, dass wir nicht abgestiegen sind dieses Jahr. Und nächstes Jahr, denke ich mal, kommen rosige Zeiten auf uns zu. Das erste Tor sieht nicht ganz schuldlos. Das ist richtig, ja. Da bin ich ein bisschen am Schlafen und da muss ich raus. Dankeschön. Ja, das war noch ein Stück Selbsterkenntnis eines jungen Torhüters mit 21 Jahren. Tim Wiese gab die Schuld nicht Lokfans, sondern sagte, ich hätte da auch rauskommen können. Ottmar Hitzfeld noch einigermaßen trocken. Na, ein bisschen feucht dann doch. Markus Hörwig, der Pressechef, links zu sehen. Michael Henke, jetzt wird alles zubereitet. Gleich schreiten wir zur Siegerehrung. Erik Gerritz saß die ganze Zeit eben auf der Ersatzbank. Wie verstört. Wir haben Mario Basler im Gespräch. Bitte schön, liebe Kollegen. Mario, sicherlich heute nicht gewonnen. Daher freut man sich nicht. Man sieht zumindest traurig aus. Aber Sie wahrscheinlich noch ganz persönlichen Grund. Ich denke, Sie hätten gern gespielt, Ihr letztes Spiel hier in Deutschland. Naja, gut. Wichtiger ist erstmal, oder trauriger ist erstmal, dass wir heute das Spiel verloren haben. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, aber letztendlich muss man ja klar sagen, haben wir überhaupt keine Chance gehabt. Trotzdem, haben Sie erwartet, eingewechselt zu werden? Na, wenn ich jetzt sage ja, nachher sagt der Trainer wieder nein. Für ein paar Minuten wollte er mich nicht bringen. Man hätte sich sicherlich ein bisschen gefreut, aber gut, der Trainer hat sich anders entschieden und ist abgehakt. Habt ihr denn vor dem Spiel darüber gesprochen, über die eventuelle Situation des Einwechselns zum Beispiel oder auch des Nicht-Einwechselns? Überhaupt nicht, nein. Und während des Spiels mal Kontakt gehabt? Ich habe schon mal zum Trainer geguckt, aber ich glaube, der Trainer nicht zu mir. Wann geht's nach Katar? Ja, ich denke, Ende Juli, Anfang August werde ich runtergehen. Vorher noch mal Gespräch mit Rudi Völler? Ach, der Rudi weiß ganz genau, dass ich die Wahrheit gesagt habe und deswegen hat er so reagiert. Und der getroffene Hund bellt immer und wenn man den Nagel auf den Kopf trifft. Und das habe ich nur mal getan und deswegen viele Grüße an Rudi. Alles Gute in Katar, danke. Oliver Kahn, kommt bei Ihnen die Freude erst später? Gratulation auch zum Pokalsieg. Ja, nee, weil wenn man sich das so ein bisschen anschaut, sich das ein bisschen setzen lässt, bin einer, der sich so mehr nach innen freut. Kommt er später dann? Ja klar, man realisiert natürlich, was wir Großes, glaube ich, erreicht haben.